Jetzt können wir auch in dieser Mine. Also gut, ich könnte schon länger dahin, aber ich habe ja jetzt einen Hammer. Jetzt kann ich ein Tor noch öffnen. Oh je, ganz toll. Ich habe hier schon alles aufgedeckt. Aha, vorbei. Ich wollte doch rollen. Und noch mehr. Jawohl. Die Waffe ist richtig geil. Aha, vorbei. Vorbei, vorbei. Jetzt weiß ich auch, warum diese ganzen Stammeskrieger so viel Schaden an mir gemacht haben. Weil mit der die Waffe macht wirklich bösen Schaden. Nee, ich sag bloß für sie. Ah, ich konnte da doch durch. Wusste ich's doch. Noch ein Totenbeschwörer. Wow, Slow-Mo. Nochmal Slow-Mo. Wo gehe ich denn jetzt zuerst lang? Jetzt gehe ich erstmal zurück. Und da hoch. So, haben wir noch irgendwas? Da ist nichts, da ist auch nichts. Gehen wir erstmal da hinten hin. Genau, da ist auch nichts. Das sieht irgendwie so aus. Nein, da kann man nicht aufbrechen. Weil dann haben wir jetzt diesen Weg hier komplett erledigt. Und jetzt gehe ich da rüber und da links hoch. Genau, ich gehe jetzt mal in den abgeschlossenen Bereich rein. Das würde mich jetzt schon interessieren, was da noch drin ist. Vor allem, ich könnte ja eigentlich schon... Könnte ich auch noch rüber? Nee. Vor allem, ich könnte schon viel länger dahin. Seitdem ich einen Hammer habe. Also sprich, vor dem ersten Endboss, also bevor wir den äußeren Bezirk betreten haben, hatte ich schon meinen ersten Hammer. So. Schauen wir mal, wo es hier hingeht. Ah, da sind ja noch die... Oh mein Süß. Da geht's gar nicht weiter. Das ist total... Ich dachte, hier ist voll das Secret, dabei ist hier total der Horn. Ja, ich hab so Angst vor dir. Dann haben wir hier noch Kupfererz. Ja, gut. Da ist wahrscheinlich nur total der Mist drin, weil das eigentlich Truhen sind, die man am Anfang vom Spiel schon alle knacken hätte können. Beziehungsweise ein Ort, wo man am Anfang vom Spiel schon könnte. Vielleicht habe ich auch einfach nur übersehen, mir am Anfang im Dorf so einen Hammer zu kaufen, weil ich auch nicht wusste, dass man das mit einem Hammer knacken kann. Vielleicht hätte ich ganz am Anfang ja auch schon reingehen können. Ich weiß es halt nicht. Also wenn man es ein zweites Mal durchspielt, was ich nicht tun werde, dann genau, und hier komme ich jetzt zurück bald. Naja. Nein, warte, da gehe ich jetzt mal raus. Ich möchte jetzt schon mal wissen, wo ich da hinkomme. Weil vielleicht kommt man auf so eine Plattform, wo man nur von diesem Ausgang hier rein, von diesem Eingang hier reinkommt. Aufgegebener Eingang. Ach so. Hey, Moment mal. Warum? Was hält deine... Was hält dich in dieser Welt? In der Mine ist alles zusammengebrochen und ich rannte um mein Leben. Zum Glück habe ich es gerade noch rausgeschafft. Aber vielleicht nicht ganz intakt. Jetzt kennst du mal. Oh. Bla bla bla. Ja, ja, useless, sag ich nur. Useless. Was zum Teufel war das? Okay, dann schauen wir mal. Ich weiß so ungefähr, wo ich noch hin muss. Wo die letzten Assassinen noch sein könnten. Ich hoffe, dass da die letzten Assassinen sind. Ich
Ich habe keinen Bock, dass ich alles, wie gesagt, dass ich alles nochmal absuche. Ich glaube, davon muss ich geradeaus laufen. Was sind das eigentlich hier für Rohre? Das gibt doch überhaupt keinen Sinn hier alles. Warum sind hier Rohre? Warum ist hier ein roter Punkt auf der Karte? Ich komme von da und da. Also muss ich jetzt da lang gehen. Da dürften wieder ein paar sein, oder? So in so einer großen Kammer. Keine Gegner? Keine Gegner hier. Wahnsinn. Dann gehe ich hier lang. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt noch einem Gegner hier drin begegnen. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht sind die restlichen um San Pasqual selber. Das kann natürlich auch sein. Aber trotzdem möchte ich erst hier alles erstmal erkunden. Da geht es zur heiligen Stätte. Da werde ich auch schauen, ob da vielleicht... Ah ja, okay. Den habe ich gar nicht gesehen, weil der so in der Maschine drin stand. Ich habe jede Menge Zeug übersehen. War ich überhaupt schon mal, wenn ich da so viel liegen habe lassen? Ich habe keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich schon, sonst wären hier noch diese ganzen jungen Wühler. Links unten, rechts unten, rechts unten, links oben, rechts unten, links oben. Also links unten, rechts unten, rechts unten, rechts oben, rechts unten, rechts unten, glaube ich, oder? Nein, verdammt, der letzte passt immer nicht. Links unten, rechts unten, rechts unten, links oben, rechts unten und links unten wahrscheinlich. Ah, links oben. Ah, okay. Links unten, rechts oben, links unten, links unten, links unten. So. Ja. Hey, da hätte ich auch eine gute Waffe bekommen für den Anfang, wenn ich zurückgegangen wäre. Hey, hallo. Sag mal, habe ich automatisch geblockt? Noch 11 Totenbeschwörer. Ja, da vorne sind noch 2. 3. Ah, immer diese... So, danke für die Vollheilung. Ihr dürft jetzt sterben. Zehn. Boah, ich hasse Slow Motion, wenn der Gegner nicht stirbt. Das hätte man so machen sollen, dass der Gegner nur dann, also dass nur ich dann eine Slow Motion mache, wenn ich zufälligerweise gerade den Slow Motion mache und der Gegner dabei stirbt. Klar, das kommt jetzt nicht so oft vor, aber... Mein Gott, scheiß drauf, weil... Eine Slow Motion, wo man so... schau mal, wie ich töte und dabei lebe ich auch noch fast voll Leben. Oh, ich kann mit der Waffe voll auf Distanz gehen. Das habe ich auch noch nicht so gemacht. Jetzt kann ich hier weitergehen. Ja, genau, jetzt gehe ich mal den Gang hier weiter und schau, ob da noch Gegner ist auf der Route. Oder ob da kein Gegner mehr ist. Da ist kein Gegner mehr, dann habe ich das auch fertig erkundet. Und jetzt schaue ich dann noch links rein. Genau, und da muss ich dann noch in den Arm, in dieser Ebene, die unter mir liegt, rein. Genau hier. Und wenn da, ich glaube, jetzt müsste ich... Also jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Ich bin da rein, darüber, da habe ich alles erkundet. Dann bin ich da rein. Ich weiß nicht, ob ich den Gang schon habe. Den werde ich noch erkunden. Da glaube ich, habe ich alles.
genau. Den Gang werde ich noch erkunden. Dann müsste ich eigentlich... Ja, da liegen noch Kupferstücke. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich hier wahrscheinlich noch nicht war. Aber das heißt noch lange nicht, dass hier ein Gegner ist. Sieht nicht so aus, als wäre er ein Gegner. Okay, dann suchen wir mal unser Heimatdorf auf, wo die Reise begonnen hat. 8 müssen wir noch töten, ne? Vielleicht sind die da drin. So. Heilige... Ach verdammt, das ist ja die heilige Stätte hier. Da habe ich mich jetzt verkalkuliert. Ich hätte ganz woanders hin müssen, aber hier könnten auch noch welche sein. Ja, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank bin ich hier rein. Oh, da la. Ja, könnte sein, dass ich in den Kämpfen etwas konzentrierter bin. Aber ich, wie gesagt, einige Kämpfe sind doch schwer. Und sobald man einmal getroffen wird und der Gegner in dieser Angriffskombi ist, dann fällt es mir richtig schwer. Ja, verdammt nochmal, stirb halt dann endlich. 6 Stück noch. So, die noch. Ich mag die Kombi. So. Dann wäre der hier auch Vergangenheit, Geschichte, etc. etc. Dann schauen wir mal nach San Pasqual selber. Kann ja sein, dass dort auch noch welche sind. So, wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Rechts, rechts, rechts. Also immer rechts halten. Ja, immer rechts halten. Ne, hier ist nichts mehr. Ich dachte, jetzt ist hier wieder so ein Viech in der Wand drin. Genau. Einfach immer rechts halten. Tja, da müssen wir noch richtig was tun, nur damit wir unser verdammtes Kleid mit so Blütenstaub oder keine Ahnung, mit untoten Staub besprühen können. Ich glaube hier nach links, oder? Nein, hier auch nochmal nach rechts. Und jetzt nach links. Das gibt aber halbwegs gute Erfahrungspunkte. Aber ich glaube, Level 30 werden wir nicht mehr schaffen hier. Okay, da und dann da hoch. Und da haben wir, genau, da haben wir das Ding vorher geöffnet. Da müssen wir raus. Da geht's zu San Pasqual. Dann sind hoffentlich noch die 5 letzten. So, dann schauen wir mal. Wald betreten. Wobei das hier gar nicht der Wald ist, sondern das ist... Ja, die Berge ist es eigentlich auch nicht. Eigentlich ist das direkt das Dorf. So. Sind hier Gegner? Hier ist gar niemand. Das ganze Dorf ist wie ausgestorben. Der Schmied, ist ja klar, dass der nicht da ist. Jetzt gehe ich erstmal da runter. Ah, ich weiß noch, wo die letzten sein könnten. Ja, da sind noch 2. So, aufs Maul. Oh, so, jawohl. Nein, der muss am Schluss natürlich noch Spielverderber machen und gerne reinhauen. Findest du das in Ordnung? Ich find's nicht in Ordnung. So ein schöner Kampf und dann noch der Crap am Schluss. Da vorne und da hinten sind... Da hinten... Ist da noch einer? Ich mach jetzt den fertig. So. Also 2 müssen wir noch finden. Komm, stirb halt dann! Ich mach die Combo.
Ah, okay, da geht's wieder zurück zum Dorf. Da ist nichts mehr. Ich schätze mal, dass die restlichen zwei da oben sind, sonst werde ich ein Problem bekommen. Weil jetzt wüsste... Nachdem, wenn hier sie nicht, die letzten zwei nicht sind, dann müsste ich anfangen zu suchen.